Bei meinem nächsten Highlight des vergangenen Jahres erwartet euch kein Film, sondern eine Serie. Eine Serie, über die ich im Vorhinein weder einen Trailer gesehen, noch große Vorfreude auf sie hatte. Als ich mich dann doch dazu entschieden hatte, die erste Folge von The Queen's Gambit zu sehen, hat für mich eine Reise in eine unbekannte, von einem Spiel im Kopf zweier Personen dominierte Welt begonnen, die ich so schnell nicht vergessen werde. Das Damengambit, so der deutsche Titel, ist eine Miniserie bestehend aus 7 Folgen, die sich um eins der ältesten und auf den ersten Blick simpelsten Spiele aller Zeiten, dem Schachspiel, dreht. Anya Taylor-Joy verkörpert Elizabeth Harmon, ein Mädchen, das in sehr jungen Jahren seine Eltern verliert und danach in einem Waisenhaus aufwächst. Beths Neugier für das einzigartige Spiel mit den schwarzen und weißen Figuren wird vom Hausmeister bemerkt und er bringt ihr das Spielen bei. Schnell stellt er dabei fest, dass das Mädchen nicht nur Spaß am Spiel hat, sondern mit ihrem Talent und ihrem Ehrgeiz bald schon seine eigenen Schachkünste übertrifft. In den darauffolgenden Jahren nimmt Beth an Turnieren teil und behauptet sich in der von Männern dominierten Welt des Schachs. Während sie sich ganz nach oben kämpft, stellt ihr Weg dorthin mit Bekanntschaften und Verlusten den eigentlichen Reiz der Serie dar. Ihr Ehrgeiz trifft auf ihren Stolz, der es nicht verkraften kann, wenn sie ein Spiel verliert und sie in eine unheimlich intensive und vor allem menschliche Sinnkrise führt. Beth behauptet sich mit ihrem aufgeweckten und reifen Charakter in einem Sport, der von Rivalität, aber auch von entstehenden Freundschaften zwischen Konkurrenten geprägt ist. Andererseits kommt Beths verletzliche Seite ans Licht, wenn es mal still um sie wird. Alkohol und Medikamentensucht werden ein Thema, das sie lange auf ihrer Reise begleiten und nicht zuletzt fast scheitern lässt. Aber auch ihre unnachgiebige Art, sich selbst jeden begangenen Fehler als Schwäche auszulegen, zerreißt ihre Figur so, dass an manchen Stellen bemerkenswert rührende Momente entstehen, bei denen man nachvollziehen und auch mitfühlen kann, dass diesem doch noch sehr jungen Mädchen manche Dinge einfach über den Kopf wachsen. The Queen's Gambit wird erst durch Anya Taylor-Joys Darstellung des Schachgenies so großartig, weil ihre Figur so viele Facetten aufweist und man deren Höhen und Tiefen miterlebt. Man fühlt sich alle 7 Folgen mit diesem heranwachsenden Mädchen verbunden, dass sich die Schachwelt nach und nach zu eigen macht. Die Serie ist nicht nur etwas für alle begeisterten Schachspieler. Das Spiel ist zwar in vielen Szenen präsent, aber die Handlung baut sich um die Entwicklung von Beth Harmon auf und nimmt auch ohne Probleme Zuschauer mit, die noch nie eine Schachfigur bewegt haben oder aber auch solche wie mich, die sich ab und zu mal am Spiel der Könige versucht haben. The Queen's Gambit macht Lust auf Schach, und schafft mit jeder Folge mehr Neugierde für eine unvergleichliche junge Frau, die neben ihrem Genie auf dem Brett vor allem eins ist, nämlich menschlich. Als nächstes stelle ich euch meinen Lieblingsfilm des vergangenen Jahres vor. Er kam Anfang des Jahres in die deutschen Kinos und war mit 6 Nominierungen, unter anderem in den Kategorien Bester Film und Beste Hauptdarstellerin, sehr prominent bei den Oscars vertreten. Die Rede ist von Little Women. Greta Gerwigs neuer Film erzählt die Geschichte von 4 Schwestern, die Mitte des 19. Jahrhunderts auf sehr unterschiedliche Arten erwachsen werden. Der Film basiert auf einer Buchvorlage von Louisa May Alcott und wurde schon mehrfach verfilmt. Er ist für mich auf eine Art und Weise besonders, wie es fast kein anderer Film ist. Die Geschichte dieser 4 jungen Frauen, die verschiedene Vorstellungen vom Leben haben, hat mich mitten ins Herz getroffen. Der Film erzählt direkt aus dem Leben jeder einzelnen Schwester und das mit einer Warmherzigkeit und Liebe, die einen die ganze Lauflänge umgibt und festhält. Was dieser Film mit mir gemacht hat, wie ich mit den Charakteren mitgefühlt und deren Emotionen gespürt habe, war für mich 2020 einzigartig. Der Streifen kreiert eine lebensfrohe und familiäre Atmosphäre mit ihren guten und schlechten Seiten und lässt einen auf eine unheimlich einfühlsame und nahbare Art und Weise an der Entwicklung von 4 jungen Mädchen zu 4 jungen Frauen teilhaben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dazu kommen unglaublich starke Schauspielleistungen des gesamten Casts, von den Hauptrollen bis hin zu den Nebenrollen. Die Authentizität der einzelnen Charaktere trägt einen großen Teil zur unglaublich warmherzigen Stimmung während des ganzen Films bei und transportiert die Emotionen von der Kinoleinwand direkt ins Herz des Zuschauers. Little Women ist für mich ein Meisterwerk, welches sehenswert für jeden ist, der schön auserzählte Hauptfiguren,
eine ruhige, liebevolle Geschichte sowie Feel-Good-Charakter in Filmen schätzt.